Der LKW mit 26 Tieren an Bord liegt quer über der Fahrbahn. Ein Tier hat sich selbst aus einem Loch im Anhänger befreit und rennt über die Autobahn. Polizei und Feuerwehr hinterher. Nach kurzer Zeit haben die Rettungskräfte das verängstigte Tier wieder eingefangen und binden es mit Seilen an der Leitplanke fest. Dann öffnen die Feuerwehrleute die Heckklappe des verunglückten Transporters. Veterinäre und deren Helfer laden die Tiere in bereitgestellte Ersatztransporter um. Der Tiertransporter war mit 26 Kälbern in Richtung Hamburg unterwegs, als dessen Fahrer auf der Zufahrt von der A21 zur A1 plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach links in die Leitplanke schleuderte und in der Folge umgekippt ist. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.